Hallo zusammen, wir haben unterschiedliche Anschlüsse an Batterien. Früher hatten wir überall so Polklemmen mit den Klemmen obendrauf, wo der Stift oben rausschaut. Und bei den neuen Lithium-Batterien haben wir nur noch diese M8-Schrauben. Es gibt aber auch Batterien mit M6-Schrauben, aber Standard ist M8. Und jetzt habe ich diese Batteriepolklemme. Und ich sage immer, das Kabel hier direkt draufschrauben, da habe ich nur eine Verbindung. Oder es gibt viele, die fragen mich an, nach diesem Batteriepoladapter. Da gibt es zwei Stück, ein Plus und Minus. Wichtig ist, ihr dürft die nicht verwechseln. Der größere, ich weiß gar nicht, ob die beschriftet sind, wahrscheinlich nicht. Der größere kommt auf Plus und der kleinere, der kommt auf Minus. Und so kann man die festschrauben. Und dann ist das Problem, diese Adapter, die ich jetzt hier habe, die sind zu kurz. Das heißt, ich kann hier, also das Loch ist zu kurz, ich kann die gar nicht anschrauben, sie machen nicht sauber Kontakt. Ich muss hier also noch eine Unterlagscheibe drunter legen. Da habe ich ein oder zwei Unterlagscheiben und dann die Bride und dann kommt erst diese Verschrindung hier drauf. Das heißt, ich habe mehrfachen Übergang und von dem her würde ich empfehlen, direkt drauf zu schrauben und nicht mit diesen Poladaptern zu arbeiten. Das ist mir jetzt erst festgestellt. Also hier müssen wir jetzt noch eine Unterlagscheibe dazu liefern, dass diese Poladapter auf unsere Batterien gehen. Ja, das ist es von den Poladaptern. Wir haben die bei uns im Lagershop. Aber jetzt in Zukunft noch mit einer Unterlagscheibe, dass die bei unseren Batterien draufgehen und dass es einen sauberen Kontakt gibt. Oder Poladapter, die ein kürzeres Gewinde haben, dass sie dann trotzdem draufgehen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Poladapter, was ich davon halte eben. Kurzer Film, unvorbereitet. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.